und herzlich willkommen auf Gnadenworte. Heute mit den aufbauenden Worten: Lebst du schon? Ich ringe um Luft. Die Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, umkreisen einen. Ich fühle mich oft wie eine Marionette. Andere wollen ständig über mein Leben bestimmen. Es nimmt mir die Luft. Ich fühle mich wie in einem Gefängnis. Es ist wie eine Hand oder ein Gummiband, das nach mir greifen will, damit ich wieder falle und vom Weg abkomme. Als würde es mich vernichten wollen. Doch mein tiefes Wissen ist, dass es keine Macht mehr über mich hat. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Wieso ist das Leben dann noch so schwer? Es steht nirgends geschrieben, dass dein Leben mit Jesus leicht ist, aber er hat dir eine Hilfe gegeben. Wieso nutzt du sie nicht? Gute Frage. Vielleicht, weil ich zu faul bin oder bequem oder blind? Der Wegweiser ist die Bibel, der Lehrer der Heilige Geist. Jesus, der alles bereits für dich getan hat, damit du frei bist. Er gab dir alles, was du brauchst, und trotzdem meckerst du so oft, weil du das Gefühl hast, es klappt nichts. Fange endlich an, dich von deinen Ketten zu lösen. Steige bewusst aus dem weltlichen System raus. Fange an, himmlisch zu denken. Nimm es in Anspruch, was dir gehört. Ergreife die Autorität. Zerreiße deine falschen Gedankengebäude. Löse dich von deinen inneren und äußeren Bindungen und fange an, für Jesus zu leben. Begreife, wer du bist. Hole dir deinen Frieden zurück. Deine Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Jesus, dem Sohn. Fange an zu leben, fange an, ihn zu loben. Ziehe deine Waffenrüstung an und geh mit Gott durch dein Lebensziel. Hände werden nach dir greifen, doch du bist wie der Wind, ungreifbar und frei. Keiner weiß deinen nächsten Schritt. Du bist unberechenbar durch Christus. Deine Freude wird größer, dein Druckdenken verändert sich und du spürst immer mehr deine Freiheit, die du durch Christus geschenkt bekommen hast. Danke fürs Zuhören. Lass uns gemeinsam zu einem Licht werden und zu einem Leib Christi mehr zusammenwachsen, in einer neuen Reife, Mündigkeit und Vollmacht, wozu uns der Vater im Himmel berufen hat. Gerne darfst du das Projekt mit unterstützen. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung. Du darfst uns gerne auf Patreon supporten. Weitere Infos findest du unter gnadenworte.de.